Herzlich willkommen zu Part 2 von Battleship. Ich werde zu dem Part jetzt nichts mehr sagen, weil es ist einfach Frechheit, wie der ausschaut. Mir ist die Tonspur leider verloren gegangen vom zweiten Part. Mal wieder. Aber ganz ehrlich, ich hätte nur rumgemotzt und rumgejammert. Daher genießt dieses tolle Spiel und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Gegen Ende kriegt ihr dann nur Fazit spendiert, weil nach 12 Minuten habe ich es nicht mehr ausgehalten. Es ist schrecklich. Aber ja, genießt es, schaut es euch an. Bis dahin. Ciao, tschüss, euer Domi. Transportschiff naht. Um Ihr Schiff im Nahkampf gegen den Feind zu kontrollieren. Bereit für Befehle. Gut gemacht, Mephis. Aber keine Zeit für eine Pause. Das war erst der Anfang. Diese Dinge haben sich auf den hawaiianischen Inseln ausgebreitet. Begeben Sie sich nach Nihoa. Sofort. Reagan, Ende. Adams bereit zum Unterstützen. Mathis, wir schicken Sie nach Nihoa. Bevor der Großteil unserer Systeme ausfiel, führte das Schnellangriffs-U-Boot USS Laredo ein paar RIMPAC-Manöver in der Nähe aus. Ihre Hauptaufgabe ist die Wiederherstellung der Kommunikation mit ihr. Wir müssen unsere Flotte wieder aufbauen. Vorsicht! ONI vermutet, dass die Aliens einen Störsender errichten, um unsere Kommunikationstechnik lahmzulegen. Schalten Sie den Sender aus oder zerstören Sie ihn. Begeben Sie sich dann zur Salanoa-Forschungseinrichtung. Die Aliens scheinen unsere Technologie dort für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Ich habe weitere Informationen für Sie, wenn Sie vor Ort sind.
Zudem deuten Satellitenbilder auf eine Art Alien-Wettersender hin. ONI vermutet, dass die Eindringlinge damit Kuppeln über den Inseln erzeugen. Innerhalb dieser Kuppeln sind wir allein und ohne Verbindung zur Außenwelt. Sie müssen ihn zerstören. Reagan, Ende. Mathis, es ist wichtig, dass Sie Ihre Schiffe nah am Land positionieren, damit Sie Feuerunterstützung leisten können. Begeben Sie sich nach Westen und finden Sie den Störsender. ONI berichtet von starker Alien-Präsenz. Halten Sie sich feuerbereit. Reagan, Ende. Meth, schalten Sie Altfeinde am Strand aus. Reagan. Feindliches Schiff voraus! Erfasst das Ziel. Zerstörer erleidet Schaden. Verstanden. Siebeschuss ist unterwegs. Adams hat Kontakt mit dem Feind. Adams unter feindlichem Beschuss. Feindliches Schiff am Backbordbug. Für Befehle. Unterwegs. Adams versenkt feindliches Schiff. Sir. Thank you.
Chesapeake in Schiffsgefecht verwickelt. Stiftangriff steht bevor. Bewegung! Mathis, ONI berichtet, dass die Zerstörung der Störsender die Vorlaufzeit zwischen den Unterstützungsfeuersalven halbiert. Zerstören Sie sie. Wir brauchen jeden taktischen Vorteil, den wir kriegen können. Ende. Chesapeake. Stift unterwegs. Achtung! Finden Sie die Energiezelle, die den Schild befreit. Reagan, Sie sie aus. Reagan. Feindliches Schiff ist versenkt. Feuer! Ich höre jetzt schon auf zu spielen, weil ich ganz ehrlich gesagt habe keine Lust mehr ab, diesen Scheiß zu ertragen. Es ist nicht mal eine halbe Stunde geworden, aber es sieht einfach furchtbar aus. Es macht keinen Spaß zu spielen. Die Sounds sind verzögert und ach, ich will mich hier auch gar nicht aufregen. Die Texturen sind matschig, die Grafik ist scheußlich. Wer sich's antun will, bitte gerne. Ich halte euch nicht ab, aber ich würde euch ganz, ganz dringend davon abraten. Das wär's soweit von mir gewesen. Ciao, tschüss, euer Domi.